Hallo, ich möchte dir etwas zeigen, was ich unglaublich cool finde. Es ist zwar ein bisschen Gimmick, aber es funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Es geht um Dex Stash. Zuerst einmal brauchst du dafür ein aktuelles Samsung-Handy. Ich habe jetzt das Galaxy Note 8. Das musste ich aus meiner Hülle nehmen, weil sonst jetzt kein Platz in der Dex Station. Da ist sie. Das ist eine Dex Station. Die ist jetzt verbunden mit meinem Bildschirm und mit meiner Maus und mit dem Strom. Alles, was ich machen muss, ist da. Aber drücken. Da innen hat es einen USB-C-Anschluss. Da tue ich jetzt mein Note rein. Warten und schauen, was auf dem Bildschirm passiert. Samsung Dex. Da gebe ich jetzt schnell meine PIN. Ich könnte es eigentlich auch mit dem Iris-Scanner machen. Ha! Meine Iris ist gelesen worden und ich bin drin. Und jetzt wechseln wir auf den Desktop, um zu schauen, wie das eben aussieht. So, da sind wir jetzt also auf meinem Dex-Bildschirm, powered von meinem Galaxy Note 8. Da habe ich alle Apps, die auf meinem Note 8 drauf sind, sind auch da. Einige Apps funktionieren. Andere funktionieren gut, also die einen funktionieren gut, die anderen funktionieren einfach. Und dann gibt es auch Apps, die eigentlich wirklich gar nicht funktionieren. Und weil da alle Apps, die ich auf meinem Natel habe, rum sind, habe ich auch Zugriff auf alles, was ich brauche. Zum Beispiel habe ich hier meinen Browser, wo ich, keine Ahnung, auf irgendwelche Webseiten kann gehen und umsurfen. Natürlich kann ich das Fenster auch verkleinern. Jetzt mache ich das mal da über. So und so. Und wenn ich will, kann ich auch irgendein Dokument bearbeiten. Dazu noch ein bisschen YouTube schauen. Genau. Und alles eben läuft von meinem Note. Unglaublich, aber wahr, es funktioniert. Wenn mal etwas nicht so funktioniert oder wenn Fullscreen nicht bei allen Apps unterstützt ist, dann gibt es da die App Dex Max. Und mit der kannst du fast jede App in Fullscreen auftun. Zum Beispiel Snapseed gibt es nicht in Fullscreen, aber mit Dex Max ist das kein Problem. Da ein paar Einstellungen vorne. Aha, aha, aha. Und speichern. Und voilà, die Arbeit ist gemacht.
wenn ich jetzt doch einen richtigen Computer brauche und auch einen Computer habe, wo ich aber nicht immer angeschlossen lasse, dann gibt es ja ein Programm wie TeamViewer, wo ich dann zum Beispiel mich damit verbinden kann. Und da geben wir das Passwort ein. Und schon habe ich sozusagen einen funktionierenden Windows-Desktop, wo ich Filme schneiden kann und so weiter und so fort. Alles das mit dem Computer bzw. mit der Deckstation und jetzt in dem Fall mit einem Computer. Fun-Sachen gibt es natürlich auch, die ich machen kann. Zum Beispiel den Game Launcher kann ich aufmachen. Und wenn ich da auf Fullscreen gehe, kann ich Games in Fullscreen spielen. Nicht alle, aber einige. Zum Beispiel Riptide. Und da habe ich jetzt noch PlayStation 2 Controller an. Okay, jetzt da mit der PlayStation, mit dem PlayStation 2 Controller Game. Also auch Spass ist möglich mit der Deckstation und sogar einige Games auf dem grossen Bildschirm. Wer will das schon nicht? Das also alles mit den Decks und natürlich kann man auch skypen und ein Selfie machen. Also Instagram geht natürlich ohne Problem. Man kann ein Selfie machen. Wo ist jetzt die Kamera? Da. Ha. Hallo. Das war der Controller, den ich benutzt habe. Machen wir doch schnell ein Foto. Da ist es. Ist jetzt nicht unbedingt das Meisterwerk. Aber das liegt an mir. Kann ich dir jetzt da noch ein bisschen erzählen, was passiert, oder zeigen, was passiert, wenn ich jetzt das Nattel rausnehme. Bildschirm wird schwarz. Das Note braucht ein Moment, um wieder runterzufahren. Alles wird gespeichert, beziehungsweise die Apps werden zugemacht. Und dann kommt das da einfach wieder da rein. Alle Daten, die ich jetzt neu gemacht habe, neue Dokumente, neue Fotos, sind jetzt da drauf, sind bei mir. Aufgeladen worden ist gleichzeitig auch noch das Note, das Büro unterwegs. Und gut, S-Pen, ganz eine andere Geschichte, schaut ihr das Review noch an. Ich bin überzeugt, ich habe es schon gesagt. Hammer, 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 Hammer. So, und jetzt schneide ich das Video nicht auf dem Dex, weil das kann es dann doch nicht oder nicht so gut, sondern auf meinem Computer. Und ich hoffe, dass du subscribest, abonnierst, mir sagst, wie es dir gefällt oder wie auch nicht. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!